Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay von Tomb Raider. Ja, weiter geht's. Ihr wisst ja, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, in der Höhle. Wenn ihr das letzte Gameplay gesehen habt, dann wisst ihr auch, dass ich jetzt die selbstentzündende Fackel habe und so ein paar Sachen. Kann ich aber nur mal schnell zeigen. So. Eine Pilgerfahrt. Eine Königin. Himiko? Unglaublich. Captain Jessup? Captain Jessup? Oh mein Gott. Das sah ziemlich schon tot aus. Es ist so ziemlich. Für ein Kind hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht. Aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Tötet sie! Das sind sie, die Oni-Wächter! Shimazurin Yagdiro! Das kann ja mal noch lustig werden. So, oh. Schon wieder irgendwo aufgehängt. Oh, mein PC wird ganz schön laut. Hat wohl ein bisschen was zum Laden. Was geht hier vor? Lecker, lecker, lecker. Jede Menge Köpfe, Ratten. Da bekommt auch direkt Hunger. Hoffentlich funktioniert das Ding. Joi. Jetzt habe ich eine Shotgun. Wird immer besser. Ich will wieder meine Napalmpfeile. Die sind cool. Aha. Lecker, lecker. Eine Sonnenkönigin und ihre Sturmwache. Ist es das, was ich gerade gesehen habe? Himiko, die erste Sonnenkönigin. Das ist Yamatai. Ah.
bist wirklich hier. Und wirklich, wirklich tot. Das ist unglaublich. Das sieht aus wie ein Feuerritual. Ein Opferritual. Schrecklich. Aber warum wurden die Frauen verbrannt? Eine Reise. Eine Pilgerfahrt nach... Ist das dieses Kloster? Wasser eingießen. Aber warum? Und da bist du, Königin. Moment. Da wird kein Wasser eingegossen, sondern Macht übertragen. Das ist ein Aufstiegsritual. Die Wahl deiner Nachfolgerin. Da ist sie! Oh nein. Legen Sie auf! Das kann ja mal noch lustig werden. Da habe ich ja gerade zwei Munitionskisten schon eingesammelt. Für den Nahkampf immer gut. Am Anfang ist ja die Munitionsknappheit noch nicht so wahnsinnig groß. Was hat das mit dem Glockending da auf sich? Ah ja. Was zum Teufel ist das? Naja, gegen Munition habe ich nie was. Neuen Lagerplatz. Neuer Lagerplatz. Schauen wir mal, was wir noch verbessern können. Okay, mehr kann ich leider da noch nicht machen. Das ist nicht schlecht. Vergrößert das Magazin. Hoppla, jetzt wird's windig. Hier im Wind ist jetzt die Grafik, naja, so dass man, okay, rasch kotzen muss, wenn man es so sagen kann. Also, das Gegenteil von richtig geil. La, da geht's tief runter. Das Ding nicht auf! Wir müssen es mit irgendwas.
etwas kaputt. Ist hier. Hey, komm, nicht schießen. Freunde, die Wächter töten uns. Leg sie um. Versuch sie zu umgehen. Eben, wie schon mal erwähnt, mit der Shotgun geht es in das Ganze noch etwas einfacher. Na komm. Lass dich ausnehmen. Der Weg hier raus war direkt unter ihnen. Okay, ja, schon, ja. Auch schon so eine Idee. Okay. Das ist eine Idee. Ich glaube, das wird die Blenden öffnen. Ja. Warum soll ich jetzt hier wieder zumachen? Ist ja voll. Das muss man doch offen lassen. Okay, sollte das nicht bewirken, dass dieses Ding da mal runterfällt. Vielleicht immer nur ein Fenster? Ich will da runter. Die springt da einfach nicht freiwillig runter. Doch, jetzt schon, hoffe ich mal. Ach, daneben. Ach, echt jetzt? Warte, bis ein bisschen weiter hinter geht. Ich glaube, dass es so nicht funktionieren wird. Erwischen kann man es schon, aber es bringt soweit nichts. Okay. Sieh. Es muss schon irgendwas mit der Glocke auf sich haben, das ist logisch. Mal eine von diesen Sturmteilen wieder zumachen. Idee. Könnte noch klappen. Ja,
Jetzt muss ich das hier nochmal öffnen. Wow. Das ist uncool. Ganz uncool. Von hinten. Feige Sau. So eine feige Sau. Ja. Oh. Ja. Shotgun haltest du aber auch nicht stand, hä? Kann sich noch so gut panzern. Da fliegst du auch nur noch weg. Ich mach dich fertig, wohl eher. Ja, mit der Glocke, genau so was in der Art habe ich schon vorgehaut. Aber erst muss man alles veröffnen. Wenn sich das jetzt nicht gespeichert, doch hat sich gespeichert. Okay. Oh, die Windtexturen sind echt nicht so gut gemacht. Ja, enttäuscht ein bisschen. So habe ich das eigentlich schon von Anfang an gedacht, dass das geht. Also nicht mit runterfliegen. Wow. Okay. Dafür konnte ich nichts. Schneller rennen. Das ist das. Yo. Okay. Das sind jetzt so langsam die tricky Missionen. Oh, auf der Seite runterfallen, wenn man weggepushtet wird. Oh. Oh. Eigentlich, wenn man so betrachtet, stirbt die schon noch relativ schnell. Weiter geht's, nicht stehen bleiben, weiter geht's. Wenn du stehen bleibst, wird's nicht besser. Ja, dann geht unser Wasser frei raus. Ja, genau. Weiter geht's. Okay, auf die Brücke springen wird nicht funktionieren. Nee, nicht wieder alles von vorne, oder? Ich hasse die Speicherverzögerung. Kann schon manchmal ein bisschen nerven, also ein bisschen stark laufen. So. Habe ich noch Zeit? Habe ich keine Zeit mehr zu mir irgendwas mir überlegen? Nee. Ja, wie jetzt? Auf die Brücke schaffen wir es nicht zum Springen. Und wenn man nichts macht, dann oh, runter. Geil. Sehr geil. Ah, da kann man Glück haben, wenn man eine mechanische Tastatur hat. So, versuchen wir das nochmal mit der Brücke. Okay, so ein bisschen in der Art funktioniert das ja schon so. Oh, bei echt bei 80 FPS noch Lags. Oh. Da ist das Game dran schuld. Ich bin unterwegs zum Palast. Wenn Sam recht hat, werden die anderen auch dort festgehalten. Ich komme zu dir. Und wir gehen zusammen rein. Geht hier weiter? Ne, geht's nicht.
Ui, Lagerplatz. Gerade als ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Was waren das für Dinger in dem Kloster? Sie waren gekleidet wie die Sturmwache und ihre Geräusche waren fast unmenschlich. Scheiße. Hör dir mal selber zu, Lara. So, Als wären sie Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Okay, jetzt klinge ich wirklich weg. Ich weiß nur, dass sie diese Männer getötet haben. Und okay. Sie würden sicher nicht zögern, mich auch zu töten. Aber daran darf ich jetzt nicht denken. Sam ist in Schwierigkeiten und ich muss sie zurückholen. Sie verlässt sich auf mich. Ach. Meistern wir einfach die Sachen alle mal. Irgendwo muss man ja mal anfangen. So, jetzt habe ich glaube ich den Pfeil und Bogen, den man nachher auch kann, noch stärker upgraden. Drei. Ich habe gehört, sie hätten ein paar Frauen aufgegriffen. Ja, und eine soll den Test machen. Vielleicht ist sie die eine. Dann kämen wir. Was? Falsch, falsch, richtig. Oh Gott, das war knapp. Bist du da? Ich bin da, Sam. Alles okay? Was wollen die von mir, Lara? Ein Feuerritual? Das ist so krank. Hör zu, ich komme und hol dich. Ich werde dich da rausholen. Bitte, bitte hilf mir, Lara. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir, Sam. Hey, sie hat das Sam! Sam! Hilfe! Lass sie in Ruhe, ihr verdammten Schweine! Lass sie sofort in Ruhe! Auch mal immer wie immer alles nachladen. Ist glaube ich immer nützlich, wenn man das tut. Was zum Teufel war das? Wow, Volltreffer! Der Tank ist voll! Lass ihn nicht auslaufen, Mann, das Zeug ist Gold wert! Verdammt, wir müssen vor reinschütten. Ja! Hilfe! Habt ihr was gehört? Go, go. Okay, ich kann mal in die Luft jagen, jawohl. Dann gehen wir mal lieber ein bisschen in Deckung. Jupp. Ui. Das Feuer
ebenfalls feuergefällig. Headshot, Headshot. Lebt er noch? Ne. Ist ja ein bisschen komisch. Dann halt durch. Ganzen Schrott ausweichen. Wow, hier wird man so richtig schön aufgespießt werden. Ja, okay. Ja, okay, ja. Tief runter. Allzu lange haltet Glas auch nicht. Cool, Fallschirm. Von einem Baum aufgespießt werden und kein Blut am Baumende zu sehen. Oh, sehr gut texturiert. Dass man sich an jedem Baum aufspießt. Das ist aber durchaus seltsam programmiert. Aber richtig seltsam. Ja, aber wirklich an jedem Baum. Das kann immer nur lustig werden. Ja, wie jetzt? Jetzt habe ich den Ding ja nicht mal berührt. Das kann ja echt mal nur lustig werden. Ach, manche Sachen regen an dem Game schon ein bisschen auf. Darf ich das zum ersten Mal gespielt habe, habe ich es beim ersten Mal geschafft. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass man da von einem Baum aufgespießt worden ist. Also echt nicht, kann ich mich daran erinnern, aber echt nicht. Ich berühre den Baum hier nicht mal.
Das ist einfach die falsche Richtung, wo man durchfliegt. Ach, meine Fresse. Ich könnte natürlich auch wie immer mal wieder einen Cut machen, wenn ich was nicht schaffe, aber eigentlich ist es auch blöd. Ihr müsst eigentlich auch mal wissen, wie es geht, wenn ihr es nachmachen wollt. Ja, also aufgespießt werden, das müsst ihr natürlich nicht nachmachen. Ist klar. Das war jetzt meine Schuld. Ist klar, ist klar, ist klar. Jetzt werde ich per Zufall nicht aufgespießt. Wow. Normalerweise hätten wir jetzt hier alle Rippen gebrochen. Lustig. Ach, die Grafik muntert mich aber wieder auf. Wow. Gut texturiert, kann man hier wieder sagen. Aber so richtig gut. Offene Wunde, Suche nach erster Hilfe. Okay. Dann sage ich aber an dieser Stelle, das war's mit diesem Gameplay von Tomb Raider. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sind Vorräte an Bord.